Hallo, ich möchte heute ein Video machen über Sepula. Hier mein Setbuilding. Sepula ist zwar von der letzten Saison, aber der wurde erst nach der Saison gepusht. Das heißt, die Videos, die in der Saison auf YouTube gestellt wurden, entsprechen ja nicht wirklich der Stärke von Sepula. Ja, und jetzt mit Verdant ist Sepula echt hammergut geworden. Natürlich, Kalver ist auch ein Hammerdrache. Ich habe mich für Sepula entschieden und habe nun den Reiter getauscht. Wie ihr seht, die Runen wurden nach der Saison geändert, und zwar auf Rage, also die Standard-Runen, die man bekommt bei den mythischen Drachen. Und vorher war eben keine Rage, sondern eben auf HP oder GP und auf den Skill Ash to Ash, also Asche zu Asche. Aber den Skill haben sie ja auch geändert und somit wurde dann hier die Rage dazu gegeben bei den Runen und Glyphen, was ich echt super finde. Somit hat der Drache Hammer Rage Regeneration und mit Xandra nochmal 24% dazu. Also haben wir hier eine echt lange Base. Ja, schauen wir mal, ob wir die hinbekommen. Knapp 30 B jetzt so, aber eine lange Killinsel und noch eine kurze dazu. Alles 115er Türme. Ja. Ich lasse mich ohne Death gerne vorne mal von den ersten treffen. Von den ersten Towern, dass die ersten Supershots mal weg sind. So. Jetzt friere ich natürlich erst einmal ein. Der erste Skill ist auch immer gleich wichtig, weil man ja immer viel Rage braucht. Dann mit Ash to Ash hinten gleich die Kristallbohrhitze weg, weil der kann das Schild brechen. Und ja, entweder der oder ein Kanonenturm. Die sind ja jetzt eher selten, was ich gesehen habe, so bei den Inseln. Eine Kanone hat fast niemand mehr. Ja, aber da reicht ja. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, hinten der Holzer und der reicht. Das ist, also wenn der das Schild bricht, kann der Drache dann natürlich auch abstürzen. So, deshalb gehe ich hier natürlich immer auf den zuerst. B ist geschafft. Ja, das war jetzt einmal der erste Testflug mit dem neuen Reiter. Also, ja, und Verdant. Und jetzt eine 28,2 BBs. Hier ist ein kleiner Cosmic Tower, 18. Level 18 ist noch nicht groß. Die anderen Türme sind alle 115. Und hier auch wieder eine kurze und eine lange Kill. Und natürlich auf der Hauptmain sind auch alles 115er Türme. Ja, ich schaue mir das nun nochmal an. Ja, und hier ist es eh normal, dass hier immer, hat mich jetzt nicht getroffen, aber es ist immer normal, dass meistens hier Mage Tower stehen. Ich lasse mich gern treffen und hole mir die Rage hier zurück, beziehungsweise wenn ich um die Ecke fliege, ist die Rage auch wieder da bei der Regeneration.
So, ich friere mal ein. Der Stresch vorne und gleich hinten jetzt auf die Kristallohitze. Habe ihn erwischt. Ja. So, jetzt hat der Drache wirklich keinen Kratzer abbekommen. Und der Kleine ist auch noch da. Der Kleine fängt nämlich 90% des Schadens ab. So, hier muss ich auch noch aufpassen. Das heißt, wenn der weg ist, ja. Sollte man eigentlich schon durch sein, so. Oder nur mehr bei den Farmen. Ich weiß, die meisten haben Kalber genommen. Ist auch ein interessanter Drache. Ja, so. Hier ist eine Kristallbehitze mit 112, okay, nicht 115. Es ist eine 29,8 Babys. Ja, Hier ist ein kleiner Cosmic Tower. Aber trotzdem knapp 30 B. Fliegen wir einfach mal drauf los. Es kommt nämlich auch oft auf die Aufstellung an. Hat ja doch 48 Level mehr wie ich jetzt. Ah, ja, habe ich gerade gesehen. So. Und jetzt lasse ich mich hier eben oft gerne einfach treffen. Also der Drache, der Kleine, fängt das nicht immer ab. Und ihr seht eh, ich gehe um die Ecke. Kann aber auch hier den ersten Spell gleich drauf und habe auch die Reach wieder voll. Musste aber hier ein bisschen. Da waren noch ein paar Türme. So. Jetzt wird es interessant. Hinten. Ja. Der hat mich einmal getroffen. Das Schild wurde auch mal unterbrochen jetzt, aber so. Ja, der kleine Drache, der ist gestorben. Aber hier ist ja jetzt, hier stehen keine Tower auf der kleinen Kiel. Und bei den Farmen macht es auch nicht viel aus. Über 70% bin ich auch schon, also ja. Seht ihr, mit Ash to Ash muss ich noch zweimal drauf. Es liegt sicher auch noch an meinem Level oder weil ich noch nicht werdend mythisch bin. Bin froh, dass ich jetzt einmal die zwei legendären ausbrüten konnte. So, 29,7 Babys. Ja, wieder mit einer kurzen Kill. Aber, ja. Da steht wieder eine Kristallbohitze hinten. Eine kurze Kill mit knapp 30 B. Ich tue mir mit Sepula eigentlich leichter bei den langen Killinseln. Ich weiß nicht warum. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt funktioniert. Ist einfach so. Ja, bei Sepula. So. Ja, hier habe ich jetzt auch einmal Blauen Mage abbekommen, was hier natürlich gar nichts ausmacht. Ich fliege um die Ecke und habe jetzt den Skill hier drauf. Aber das hätte das jetzt nicht ausgemacht. So, Concentration. Okay. Und jetzt hier die Killinsel. Die kurze. Okay, durch. So,
Jetzt hinten die Kristallbohitze. Ja, hat mich einmal getroffen. Aber der Drache hält schon einiges aus mit dem kleinen Mini-Drachen. Also man kann sich da schon mal treffen lassen, ohne dass man liegt. Was ja bei Naja nicht so ist. Ja. Wenn man da mal getroffen ist, liegt der Drache. Aber ja, der ist ja auch grauenhaft und ist nicht mehr der neueste. Ups, ich habe da jetzt was übersehen. Ich habe da die eine kleine Farm übersehen. Ja, ist nicht so schlimm, ist 1%. Soll ich drauf? Na, ich breche ab. So. So, weiter geht's. Jetzt deine letzte 38,9 BBs, also fast 40 B. 115er Türme. Ja, überall. Aber eine 40 B, kurze Bs. Puh. Also, ja, schauen wir mal. Ob Sebula da durchkommt. So, hier stehen eh nur kleine Türme, außer hier. Da muss ich schon ein bisschen drauf. Und das Schild rein. Jetzt bin ich gespannt bei der kurzen. Ja, mit Esch zu Esch geht es mit zweimal. Und dann Turm ist weg. So, hier habe ich noch die Kristallbohitze hinten. Zweimal Schild gebrochen. Aber weg ist sie. Natürlich ist mein Drache jetzt auch weg. Der hat das abgefangen. ja. Jetzt schaue ich noch. Die Rage ist weg. Ja. Aber für eine 40, knappe 40 BBs, ja, eine Farm übergeblieben, denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich gehe da jetzt mit One Hit drauf und fertig. So, das war's dann auch schon wieder. Ja, ich wollte eigentlich nur ein kurzes Video machen, weil Sepula ja wirklich gut gepusht wurde und jetzt mit Verdant echt Hammer ist. Tschüss, Baba.